immer sagte Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagt, nahnu la nabda'um biqital, la nabda'ukum biqital. Wir fangen keinen Krieg an. Wir geben unser Wort. Und wenn ihr kämpfen wollt, wir sind bereit. Imam Hussein alaihi salam, er nimmt seine Familie und nimmt seine Kinder mit und geht in Karbala. Ihr habt gelesen diese Geschichte in diese Fajat al-Taf, diese Massaker in Karbala. Habt ihr gelesen? Imam Hussein alaihi salam hat gewartet, bis sie angefangen haben. Sagt nein zu seinen Freunden. Er sagt, jetzt ist dunkel geworden. Vielleicht erschämt euch vor mir, im Licht des Tages mich anzugucken, dass ihr zu euren Familien wieder zurückkehren wollt. Jetzt diese Leute, die wollen meinen Kopf. Sie wollen mich umbringen. Versucht mal jetzt vielleicht euch zu verstecken durch diese Dunkelheit und kann einer von euch jetzt vielleicht weglaufen zu seiner Familie. Seine Freunde sagen, nein, Hussein, wir sterben zwischen deine Hände. Unser Blut soll mit deinem Blut vermischt werden. Wir wollen nicht dich alleine lassen. Deswegen sagte Imam Hussein, als dann keiner von euch fängt an, bis einer seinen Speer hingeschmissen hat und sagt Imam Hussein alaihi salam, fanget an jetzt. Jetzt ist die Tür des Paradieses aufgemacht worden für euch. Diese Leute schicken euch Post. Das heißt, sie haben angefangen. Al-Bayt, Islam fängt nie einen Krieg an. Das sollen wir von unseren Köpfen wegmachen. Wir leben hier als Gäste. Guck mal, wenn wir als Muslim dürfen nicht eine Katze umbringen, eine Frau ging in die Hülle wegen einer kleinen Katze. Wegen einer kleinen Katze, dass sie erwürgt hat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, er macht seine Augen zu und er sagt zu seinen Freunden, ich sehe diese Frau, sie ist in die Hülle. Nur weil sie eine Katze umgebracht hat. Wie kannst du einen Menschen festnehmen, dass er kommt vielleicht wegen deiner Familie, er möchte gerne sie ernähren. Deswegen kommt er nach Irak und will arbeiten, ein Türk. Und die nehmen seinen Kopf. Allahu Akbar, im Namen Allah des Barmherzigen, des gnädigen Gottes, des gnädigen Gottes. Und sie nehmen seinen Kopf ab und sie zeigen so einen Film im Fernsehen. Das ist Islam. Und Koran läuft im Hintergrund. Deswegen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer sich nicht an meine Familie hält, er geht verloren. Er geht in die Hölle. Er sagt, alle Menschen sind Partei des Teufels und meine Familie ist Partei Gottes. Wer sich retten möchte, dann soll in dieses Schiff von Nur einsteigen. Meine Familie ist wie Arche Nur. Wer einsteigt, ist gerettet und wer davon wegläuft, ist verloren. Da soll man niemanden glauben, da soll man nur die Wahrheit hinhören. Weil ich habe dich gestern gehört, du sagst, was du sagst, ist hundertprozentig richtig. Aber das quält mich, wenn ich sehe, du sagst das und du folgst das nicht. Weil ich merke, irgendwas steht zwischen dir und die Wahrheit. Irgendwas steht zwischen dir und Allah. Irgendwas. Du bist nicht der Einzige. Ich kenne viele so. Aber das hat lange gedauert, bis sie wiedergekommen sind und sie haben vor mir geweint und gesagt, Basamullah, hast du recht gehabt. Aber es ist immer noch nicht zu spät. Zu spät ist, wenn wir das Leben verlassen. Und Allah sagt, يَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولِ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ Rasuli Khalila, ya laytani lam attakhiz fulan Khalila. An dem Tag beißt der Tyranner seinen Finger und sagt, hätte ich bloß den Weg von Muhammad genommen und hätte ich nicht den Weg von Fulan, von irgendjemand genommen. Hätte ich bloß. Andere Sure steht, wa yawma ya'uddu al-zalimu ala yadayhi wa yaqul ya laytani kuntu turaba. Das heißt, an dem Tag beißt der Zalim. Zalim heißt Tyranner, heißt Unterdrücker. Wer ist der Unterdrücker? Wer sich selbst unterdrückt. An dem Tag beißt er seinen Finger und sagt, wäre ich Sand, wäre ich Erde. Das heißt, das Tiefste, was es gibt, das Niedrigste, was es gibt. Und das Niedrigste, was es gibt, machen wir unsere Stirn darauf. Das ist dieser Stein. Das ist Sand. Das ist Erde. Wir machen uns das Niedrigste, was es gibt, vor Allah. Das bedeutet dieser Stein. Wir bieten den Stein nicht an. Wir sagen, Ashhadu an la ilaha illallah, wir sagen, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, wir bieten den Stein nicht an. Wenn du zu einem Häuser gehst, sagt diese Menschen, bieten den Stein an. Aber trotzdem, wir nehmen weiter und wir machen das weiter und lassen den Menschen sagen, was die wollen. Solange dass das die Wahrheit ist, interessiert uns kein Mensch. Wir geben Zeit, wir geben Hilfe, wir geben Kraft, wir geben alles, was die Menschen brauchen. Solange dass sie hinhören, wir sind bereit zu sprechen. Die alle Schier, dass wir sind in so falsches Weg. Ich verstehe das überhaupt nichts. Wieder, weil wir sind auch nichts dagegen, die Familie von Mohammed, das
vielleicht keiner von Familie, von Mohammed weg zu sein. Nein. Und ich sage tausendmal, dass wir schicken Salawat auch in Mohammed und seine Familie. Warum dann bin ich im falschen Weg? Ich bitte mir in den gleichen Gott, ist nur einer. Ich glaube in den gleichen Propheten, was du glaubst. Aber bist du Folgerin von Familie Mohammed? Was das heißt, dass ich eine Folge bin, dass ich glaube in ein Grab? Ein was? An Grab glauben? Nein, nein, Folge von diesen Menschen. Das heißt, diese Menschen haben irgendwas gesagt. Sie sagen zum Beispiel, Fatima sagt, mein Vater hat das und das gesagt. Aber Hanifa sagt, ich habe gehört, Mohammed hat das andere gesagt. So, du sagst, du bist Hanafi. Ich sage, ich bin Fatima. Ne? Ich sage, ich folge Fatima. Du sagst, ich folge Abu Hanifa, weil du Hanafi bist. Ja. So, Mohammed sallallahu alaihi wasallam sagt, ja Ammar, o Ammar, zu seinem Freund. Wenn alle Menschen gehen in eine Richtung und Ali geht alleine in eine andere Richtung, dann geh du mit Ali. Denn Ali ist mit Haq und Haq ist mit Ali. Geht mit ihm, wo er geht. So, das heißt, er hat, das ist ein Befehl von Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Allah sagt, ati'ur Rasul. Das heißt, musst du Ita'at machen, musst du das tun, was Mohammed gesagt hat. Er hat gesagt, folgt meine Familie, nicht im Grab. Das ist nicht im Grab. Du folgst Muhammad, du folgst ihn nicht im Grab. Muhammad blieb in jeder Zeit. Wenn du nicht hier seinen Körper siehst, aber er ist in jedem Mund, er ist in jedem Herz, er ist überall Muhammad. Deutsche, Amerikaner, Franzosen, überall siehst du, hörst du Namen von Muhammad. Überall hörst du Namen von Muhammad. In jeder Sprache, in jeder Sprache. Du bist eine Europäerin. Du bist eine Europäerin, du bist keine Araberin, aber trotzdem hast du einen Schleier aufgesetzt für Mohammed. Weil Mohammed hat das gesagt. Woher weißt du, dass der Koran von Gott kommt? Mohammed ist gekommen mit dem Koran und sagt, dass es kommt von Gott. Aber trotzdem hast du geglaubt, ohne zu sehen. Du bist eine Europäerin und du glaubst an Mohammed und die Name von Mohammed kommt von deinem Herz, von deinem Mund und du sagst es eben, du betest auf Mohammed und auf seine Familie. Das heißt, du folgst diesem Mann. Du folgst ihm und er sagt, wenn du mich liebst, er sagt, in kuntum tuhibbuni, in kuntum tuhibbuni Allah, fattabi'uni, yahbabkum Allah. Das heißt, wenn ihr Allah liebt, nicht mich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, Allah liebt euch. Und dann sagt er, folgt mir, was bedeutet das? Das bedeutet, du bist Sunni. Du musst machen meine Sünde. Wenn ich sage, folge Ali, das ist meine Sünde, dass ich befehle dir. Das ist besser als das, wenn du sagst, hier, ich biete ein, zwei Rukati, Sünnet. Nein, er sagt, folge ihm, er zeigt dir, wie du betest. Weil wenn ich weg bin, es werden so viele Leute kommen dazwischen und sie werden die Religion verfälschen. Und das haben sie getan. 30 Jahre nach Mohammeds Tod, sallallahu alaihi wasallam, Anas ibn Malik, das ist Freund von Mohammed, er war auf Reise und kommt wieder zurück und fängt an zu weinen. Sein Freund sagt, warum weinst du, Anas? Er sagt, ich weine, weil ich sehe, die Menschen, die bieten ganz anders, wie ich das von Mohammed kennengelernt habe. 30 Jahre später, und jetzt haben wir 1425. Die meisten Menschen haben den nach Mohammeds Tod verfälscht. Das war 30 Jahre später und Abu Hanifa ist 140, 148 Jahre später gekommen. Stell dir mal vor, und du nimmst von Abu Hanifa nach 1425 Jahren, nimmst du von Abu Hanifa. Weißt du, deswegen, wenn wir sagen, falschen Weg, wir wollen nicht keine Beleidigung stiften, wir wollen niemanden angreifen. Wir sagen, der Weg ist falsch, nicht du bist falsch.